Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir sind immer noch kurz vor der Höhle, beziehungsweise stehen vor der Höhle, und das war auch der Plan, in die dunkle Höhle hineinzugehen. Auf! Als Gruppe betreten. Was? Die Gruppe ist eventuell noch nicht bereit. Wieso? Moment. Sei gewarnt. Dungeons kann man nur entkommen, indem man den gesamten Dungeon abschließt. Füll deine Vorräte in der Stadt auf, bevor du hinabsteigst. Okay. Dammit. Wir gehen rein. Okay. Ich hätte die Facecam anmachen sollen. Ich glaube, ey, ich habe echt. Das war nicht gut, glaube ich. Das war nicht gut, hier reinzugehen. Shit. Oder? Level 1. Ich dachte, das wäre das Level. Huh. Ha. Okay. Der sieht aus wie ein Zauberer. Knochengauner. Nee, Schamane. Als erstes Rüstung ignorieren. Der hat Rüstung, ne? Gegnerischer Widerstand. Das blockt magischen Schaden ab. Okay, dann machen wir einen normalen Schuss. Genau, das hat geklappt. Jo. Ah, perfekt geblockt. Das ist schon mal gut. Ist ja wahrscheinlich sehr Tutorial-lastig hier gerade. So, der hat auch Resi gegen Magie. Wollen wir dann den? Ja, dann nutzen wir den Angriff gegen den. Oh, Chaos-Akolytin. Oha, unsere Minisek. Oh, Mist. Okay, verstanden. So, und zwar dieses hier. Oh, da sieht man es auch in der Vorschau. Wenn ich über diese Schockwelle drüber fahre, dann haben wir da die Anzeige, dass auch die beiden Gegner rechts und links neben der Chaos-Akolytin getroffen werden. Das ist gut. Okay, hauen wir drauf. Oh, Mist. War nicht perfekt. Hat auch keinen Flächenschaden gemacht, scheinbar. Okay. Koboldschamane müsste dann fallen jetzt, ne? Der stinkt schon. Jawohl, okay. Gut. Das bringt nichts, denn hat Resistenz. Was haben wir da? Blutung, Gefrieren, Betäuben, Benommenheit. Könnte. Da, okay, ja, okay. Aber trotzdem. Voll auf die Nase gegeben. Ist aber immun gegen die Benommenheit, genau. Okay. Oh, jetzt sind alle gefroren. Was macht das? Plus 25% erlittener Schaden. Ha! Okay. Macht das Sinn? Dann machen wir keinen Schaden. Ach komm, wir hauen den jetzt um. Der darf ja eh nur noch einmal. Also überhaupt nicht mehr wahrscheinlich. Und Schuss. Genau. Erstmal trällern. So, Gold teilen wir. Oh, wir haben eine Waffe bekommen. Waffendetails. Waffenkarten zeigen, welcher Wert beim Angriff genutzt und wie oft er überprüft wird. Okay, versuche die Waffen an den stärksten Wert deines Charakters anzupassen, um ihre Effektivität im Kampf zu erhöhen. Okay, das ist ja relativ normal. Magischer Schaden. Das wäre ja dann hier Madame, ne? Oder? Ach so, die wird Intelligenz überprüfen. Wir sammeln das einfach erstmal. Ich schaue später mal. Koboldstab. Gegenstände und Gold können mit Spielern gehandelt werden, die nicht mehr als ein Sechseck entfernt sind. Klicke einen Gegenstand im Inventar an, um die Handelsoption zu sehen. Verstanden. Spieler 2 ist dran. Trifft die letzten Vorbereitungen. I? Nein. Atta. Huch. Hä? Ach so, da ist das Inventar. Widerstand erhöht. Sicherheitsstein, Goldwurzel, 3 Fokus. Okay. Können wir das nur benutzen einfach.
Dann sind wir wieder ein bisschen geheilt. Okay, ich würde sagen, wir sind bereit, ne? Wer ist er? Das ist ein Laden. Wir haben 25 Gold und könnten uns jetzt ein Gottesbad kaufen. Machen wir mal. Okay. Triff letzte Vorbereitung. Okay, wir sind bereit. Keine Müdigkeit vorschützen. Okay, da haben wir jetzt zwei so Knochenfutzels. Königlicher Lehrer. Der Einsatz von Fokus kann über Leben und Tod entscheiden. Okay. Fokus kann bei den meisten Kampfwürfen benutzt werden, um einen Erfolg zu garantieren. Okay. Wie nutze ich Fokus? Einfach klicken. Nutze Fokus. Ach, Rechtsklick. Okay. Wenn ich den anklicke und Fokus nutze, dann ist aber jetzt nur garantiert, dass ich... Oh. Warte mal. Das will ich wissen. Ja. Dann ist der Schaden quasi garantiert. So, die beiden haben Risi. Die Hexe. Die kann ich vielleicht... Ah. Wenn ich perfekt mache... Warte. Wenn ich jetzt einfach mal... attackiere. Yo, der ignoriert dann den Widerstand. Aha, okay. Aua. Mal schon Kaffee. So, jetzt hauen wir. Auch hier können wir Fokus nutzen. Das war ordentlich. Jetzt kriegt sie schon wieder auf die Nase. Nutzung von Gürtelgegenständen. Die meisten Gegenstände am Gürtel des Charakters können im Kampf und außerhalb eingesetzt werden, indem du sie während deines Zugs auswählst. Drücke Y am Controller. Danke. Was ist denn Y? Gürtel. Comfort Keys. Komma. Tastatur. Ja, aber... Kamera. Zug beenden, Inventar, Fokus. Inventar ist I. Gürtel, Inventar. Ah, okay, Inventar wahrscheinlich. Ups. Zurück. Also I. Ah, da unten. Ah, und ich kann durchschalten. Alles klar. Verstehe. Mit den Pfeiltasten kann ich da durchschalten. So, ich glaube, der Knochengauner, Moment, der ist als nächstes dran, ne? Das heißt, wir machen da mal einen ganz normalen Schuss drauf. Und dann käme jetzt die Hexe. Die hat keine riesigen Magie. Dann... Oh. Aber hat gereicht. Passt schon. Goldmünzen teilen wir. Schriftrolle. Aha. Machen wir da mal. Trifft die letzte Vorbereitung. Okay, ich glaube, wir sind jetzt im letzten Raum, oder? Das sieht gut aus. Oh. Na, öffnen. Buch des Wissens. Seltenes Manuskript. Das kriegt die Minnesängerin. Seidenschal, ausweichen. Das kriegt die Jägerin. Widerstand, Gesundheitswiederherstellung plus Rüstung. Gehen wir mal der Schmiedin. Ausweichen, Jägerin auch mal. Okay, cool. Weil die Jägerin hat die meisten EP, kann das sein? Strange. Okay, Spieler 2 ist dran. Wir würden dann direkt wieder kämpfen. Kann ich das umgehen, indem wir hier hingehen und dann hier so rum? Was ist das denn? Heiligtum der Weisheit. Oho. Ich schicke die mal dahin. Und durch.
dann kommt die Minnesängerin dahin. Auch mal Ende. Zeitleiste zeigt die aktuelle Runde ansteigende Chaos, besondere Ereignisse und Tageszeit. Okay, da ist dann Chaos und da ist auch Chaos. Oder was? Oh, dammit. Wer ist dran? Spieler 1. Okay. Gut, dann gehen wir da hin. Hauen erstmal den um. Hinterhalt. Hat nicht geklappt. Ist aber auch nur einer. Bestien, Mensch, Hexer. Der uns jetzt einen auf dem Schild gibt. Das kriegen wir aber. Das ist schon okay. 7 Schaden machen wir damit. Und damit machen wir auch 7 Schaden. Das ist aber gegen Magie. Okay, dann machen wir einfach mal einen normalen Schuss. Ja, komm. Wer ist? Genau, Magie hat der Resi aber nur 1. Das heißt... Ach egal, komm, machen wir den. Ins Gesicht getreten. Du plünderst die Leiche und findest Goldmünzen teilen. Primitiver Scha... Oh, oh. Ei, das war gut, glaube ich. Diese Waffe ist zerbrechlich. Manche Waffen werden zerbrechen, falls du im Kampf bei jedem Slotwurf fehlschlägst. Ah, okay. Ja, gut. War das jetzt... Ist das besser? Schauen wir mal. So, können wir den noch angreifen? Nein. Können wir da noch hin? Nö. Ich gehe mal dahin. Und dann beenden wir den Zug. So, wie ist das jetzt? Können wir direkt... Können wir. Müssen aber dann gegen den da hinten auch kämpfen. Machen wir einfach. Wir versuchen es mit Hinterhalt. Hat nicht geklappt. So, jetzt kämpfen wir gegen die beiden. Der beißt erstmal zu. Wir gehen auf den Bestienmenschen. Und... Keine Rüstung, nichts. Dann machen wir einen normalen Schuss. Kriegt direkt wieder ein, aber ausgewichen ist gut. Haha, auch ausgewichen. Das ist ja cool. Guck mal, wir haben jetzt andere Attacken. Waffe anlegen. Also wir können eine andere Waffe anlegen. Wir können fliehen. Wir können schmettern. Oh, Flächenschaden. Wow. Okay, ordentlich. Wir teilen. EP erhalten. Können wir benutzen. Oh, ein Schwert. Das ist doch bestimmt was für unsere Schmiedin, oder? Ja, durchaus anscheinend. Nice. Okay, gehen wir mal in Richtung dieses... was war's? Heiligtum der Weisheit. Nächster. Komme ich da hin? Jo. Heiligtümer. Jeder Charakter kann sich nur jeweils einem Heiligtum verschreiben. Ah, okay. Und er erhält dafür starke Buffs und Schutz vor dem Tod. Ein Charakter, der sich einem Heiligtum verschrieben hat, wird automatisch wiederbelebt, wenn seine LP auf 0 fallen. Aber das Heiligtum wird zerstört. Okay. Ja gut, dann kann die Minnesängerin ja jetzt sich verschreiben und wir kriegen eben ein EP-Multi. Das ist gut. Also, denke ich mal, ne? So, next step. Gegnerinfo. Das Level des Gegners wird oberhalb seines Namens angezeigt. Kennen wir das nicht schon? Ach, da ist einer. Ja, ich möchte jetzt aber nicht kämpfen, weil die Minnesängerin ist gar nicht da. Nope, nope, nope. Oh, was ist das? Waldnager. Okay, es tauchen Regeln. Moment, ich mache das jetzt erstmal ganz entspannt hier. Also, die Minnesängerin greift an. Das ist sowieso unsere Beste. Okay, mit Hinterhalt rein. Der hat Schild gegen... Der Gegner ist gepanzert, körperliche Rüstung durch den blauen Schild unter dem Gesundheitsbalken. Gepanzerte Gegner blocken bei körperlichen Angriffen den Schadenswert, der ihrem Rüstungswert entspricht. Magische und durchbohrende Angriffe sind nicht betroffen. Verstanden.
Das bedeutet, wir sind jetzt gerade mit der Minnesängerin dran. Die kann also Rabotte machen mit 10 und ihn direkt umschlagen. Ja. Ich glaube, die Jägerin hätte das ähnlich gekonnt. Die hat ja auch einen penetrierenden Angriff, glaube ich. Insofern... Ha, ha, ha. Oh, da ist ja noch eine Hexe. Ich gehe da lang. Und dann geht's da lang. Ich muss kurz was trinken. Sekunde. So, und die Jägerin, die kommt doch bestimmt bis in die Stadt, oder? Abgeschlossen. Es tut immer gut, wenn sich neue Gesichter der Quest anschließen. Ich bin Hildebrand, Agent der Königin, der die Vorgänge im Reich der Wächterwald überwacht. Die Dinge hier stehen schlecht, wirklich schlecht, okay? Alles deutet auf ein paar böse Leute hin, die sich in den glitzernden Stollen hier eingeschlossen haben. Gut. Dort, okay. Ich arbeite daran, dich dort runterzubringen. In der Zwischenzeit, es wurde eine seltsame Vorrichtung gefunden. Geh und untersuche sie. Questziele, enträtsle dies im Reich der Wächterwald. Kultgerät, also das da unten. Was haben wir da? Und ein paar wütende Leute in schicken Roben haben sich dort niedergelassen. Bereite dich auf einen Kampf vor. Chaosanführer. Okay, wir haben jetzt zwei Quests. In beliebiger Reihenfolge, okay. Wir können hier in der Stadt Dinge tun. Quests angucken wahrscheinlich, ne? Ja, können wir die alle annehmen? Ah, da müssen wir ja fast schon wieder zurück. Sind ja überall nur Gegner. Achso, eine angenommen, dann ist durch. Markt. Ulmenholzpfeife. Hä? Wenn wir eine Pfeife haben, ist das dann besser? Das ist ja jetzt die Spielerin 2, ne? Wie viel Gold haben wir? Oh, nur 18. Boah. Okay, ich vermute, das ist das. Gasthaus. Da wird wieder alles aufgefüllt. Fokuspunkte wiederhergestellt. Okay, ich verlasse. Und dann schicken wir erstmal alle in die Stadt. Erstmal darüber. So. Prima. Nächster. Genau, und dann auch noch mit der Schmiede. Okay, verlassen. Gut. Wir haben es geschafft, unsere erste Quest zu erfüllen, also in die Stadt Holzrauch. Ich vermute fast diese Pfeifen, und da bin ich echt scharf drauf, die erhöhen dann die Wirkung der verschiedenen Kräuter, die wir so finden. Das ist natürlich ganz nett. Und wir beenden jetzt erstmal diese Folge und begeben uns dann gen Süden, nämlich zu diesem Waldnager. Jawohl. Bis dahin, ciao, ciao.